Ja, diesmal sage ich wohl eher zweimal willkommen zu meinem neuen Video, weil ich natürlich das Update 3.0 bekommen habe und da spontan gefilmt habe. Also ich relativ spontan. Ich habe abends halt das Update bekommen, morgens bin ich halt mit euch ins Auto. Seht ihr gleich, zeige ich euch alles. Nur vorweg will ich euch noch sagen, ich gebe euch auch am Ende des Videos, also guckt es bis zum Ende durch. Am Ende gebe ich euch auch nochmal eine Information, die ich für relativ wichtig halte, nicht was das Update 3.0 betrifft, damit hat es nichts zu tun, aber es geht um den Schlüssel. Da hatte ich ein paar Probleme, das werde ich euch auf jeden Fall am Ende dieses Videos sagen, einfach als reine Information. Ich denke, dem einen oder anderen könnte das hilfreich sein. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video und ja, schaut es euch an. Hier geht es ums Update, Teil 1 Update 3.0. Und was so der erste Start ist, und nächste Woche seht ihr dann schon Teil 2, beziehungsweise auch, was ich im Shop alles gekauft habe. Und ich zeige euch vieles über das Update. Ich mache ja noch einen Roadtrip dann schon mit dem 3.0er Update und das werdet ihr auch alles sehen. Also jetzt kommt erstmal das Video. So der Start, wie ist der erste Teil durchgelaufen, was passiert, kann ich mich anmelden und so weiter und so weiter. Nächste Woche kommt der Teil 2 und auch in Sachen, was passiert im Shop und so. Danach die Woche kommt nochmal was vom Roadtrip dann schon. Wie hat sich das Verhalten des 3.0er Update? Also, das werden interessante Wochen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und denkt dran, am Ende dieses Videos gibt es eine wichtige Info für euch. Jo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gestern ein Video gedreht. Und als das abgedreht war, es ging um das Update 3.0, das habt ihr letzte Woche gesehen. Als das abgedreht war, bin ich weggefahren. Und während der Fahrt kam die Abfrage zum Update. Man soll das Auto aber stehen lassen über Nacht. Das habe ich getan. Es ist sehr kalt. Und ich versuche jetzt mal mit euch zusammen zu schauen, ob dieses Update, wahrscheinlich der erste Teil von 3.0, durchgelaufen ist. Setzen wir uns nochmal rein. Störung Fahrzeugbeleuchtung. Fehlerdynamisches Kurvenfahrlicht. Okay, ich glaube, das ist normal, ne? Nach dem Update, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Hier steht jedenfalls Welcome to Volkswagen. Aha. Online-Modus. Okay, das sieht auf jeden Fall anders aus als vorher. Das sehe ich schon mal. Es ist auf jeden Fall etwas passiert in dem Fahrzeug. Also das sah anders aus. Online-Modus stand sonst in der Mitte. Jetzt müssen wir mal warten. Woran sehe ich jetzt, dass der erste Teil durchgelaufen ist? Gute Frage, nächste Frage. Okay, mein Menü ist auch anders. Systemaktualisierung ist abgeschlossen. UE5554 zum Abschließen. Der Systemaktualisierung wird für kurze Zeit eine Internetverbindung hergestellt. Ja, das macht doch. Kontakte wurden importiert. Okay, das ist wahrscheinlich mein Handy. Das ist erstmal egal. Smartphone entsperren, um Android zu starten. Android Auto zu starten. Nö. Smartphone entsperren, um Android Auto zu starten. Nee. Einrichtung abbrechen. Ach nee, okay. Nö, dann machen wir das mal. Moment. Du hast die Einrichtung von Android Auto nicht abgeschlossen. Ach Leute. Android Auto hatte ich gedacht, ist jetzt erstmal Nebensache, oder? Einrichtung auf dem Autodisplay fortsetzen. Okay, aber das können wir später abschließen, würde ich sagen. Mehr geht ja hier eh nicht. Also ich brauche jetzt ja kein Android Auto. Ja, also, was ist passiert? Gute Frage, nächste Frage. Ich werde jetzt mal hier reinschauen. Hier ist eine Nachricht. Installation, digitales Bordbuch. Das ist erstmal uninteressant, aber das ist natürlich wieder gekommen. Wir gucken mal hier ins Setup rein. Systeminformationen. Doch, ID Software 3.0. Ihr seht es. Ich habe die Software 3.0. Aber ich dachte, das ist in zwei Teilen. Okay. Vielleicht kommt da noch ein Teil. Ich denke schon. Aber wir können jetzt erstmal schauen, was ich hier jetzt so Schönes habe. Aha, Shop Nutzer. Okay, dann trage ich doch erstmal Nutzer ein. Hauptnutzer hinzufügen. Dies ist nur bei eingeschalteter Zündung möglich. Das kriegen wir hin, ne? Zündung ist an. Die Fehler sind auch alle wieder weg. Hauptnutzer. Okay. Reconnect-Registrierung. App installieren, im Fahrzeug anmelden.
Okay, Lane Assist ist zurzeit nicht da, Front Assist ist abgeschaltet. Ja, okay. Wir nehmen das einfach mal so hin. Sie werden mit Volkswagen ID verbunden. Bitte warten. Also, das ist auf jeden Fall schon mal passiert, das Update. Ihr habt es gesehen. Sie werden mit Volkswagen ID verbunden. Notrufaktion ist aktiviert, stand hier gerade. Ach so, mein Notruf SOS oben. Ja, ist auch wieder grün. Das war vorhin gelb, habe ich gesehen. Sie werden mit Volkswagen ID verbunden. Also, ich habe hier drei Balken. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir schauen mal. Es ist draußen minus 11 Grad, deswegen Sitzheizung und auch Klimaanlage vielleicht ein bisschen am Rauschen hier. Ja, da müssen wir durch. Bitte warten. Die Frage ist halt, wie lange muss man hier warten, ne? Wie lange müssen wir warten? Ihr und ich. Ich glaube, ich mache gleich die Kamera wieder an und warte mal alleine. Okay, was ist gekommen? Softwareaktualisierung verfügbar. Ich mach mal okay. Das war das, was hier ankam. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil bis jetzt sehe ich erstmal nur einen schwarzen Bildschirm. Aber da wollte ich euch auf jeden Fall wieder dabei teilhaben lassen. Ich bin immer jemand, der dann eher mal wartet. Manchmal dauern Sachen eben etwas länger, ehe ich hier wieder irgendwo rumdrücke. Wobei ich habe jetzt hier zwei Nachrichten. Ich wollte eigentlich den Hauptbenutzer hinzufügen, also mich. Aber das hat jetzt erstmal nicht geklappt, weil es kam Softwareaktualisierung verfügbar. Okay, da sind zwei Nachrichten. Ihr seht das hier. Und hier ist schwarzer Bildschirm. Also, warte ich jetzt noch ein bisschen oder nicht? So, ich bin nochmal ausgestiegen aus dem Auto, weil der Bildschirm schwarz geblieben ist. Und ich jetzt natürlich hoffe, dass ich jetzt euch diesen erneuten Start her, willkommen Fahrer, ja, ich konnte mich ja noch nicht einrichten, hier irgendwas erreiche, einen Neustart sozusagen. Schauen wir mal, da nehme ich euch natürlich mit. Und wir schauen mal, okay, wenn es blau ist, heißt immer, wir sind noch nicht ganz da. Einstellungen werden geladen. Okay, Online-Modus natürlich, ist ja klar. Bitte warten. Oh, E-Netz, 4G, okay. Vollen Einschlag habe ich hier. Okay, bitte warten. Er lädt erstmal hier. Das ist aber auch erst der erste Teil ja gewesen vom Update 3.0. Somit gehe ich mal davon aus. Ich muss mir hier erst noch den zweiten Teil durchführen. Wobei 3.0 stand schon da, aber es war halt noch nicht durchgeführt. Jo, hier steht jetzt erstmal, bitte warten. Das machen wir. Okay, jetzt ist dieser Bildschirm ist jetzt hier gekommen. Die Aktualisierung ist kostenlos, läuft im Hintergrund. Wenn Sie aussteigen, wird die Aktualisierung pausiert und beim nächsten Fahrzeugstart fortgesetzt. Fahrzeugstart. Diese Aktualisierung enthält. Okay, anscheinend lädt er da unten schon. Da ist ein Balken. Diese Aktualisierung enthält Shop, Sicherstellung der Anzeigen von rechtlich relevanten Dingen beim Kauf, verbesserte Darstellung von Texten, Hinweisen, Schaltflächen, Angaben von Rechnungsadressen auf den Kanarischen Inseln möglich. Kleine Fehler. Die Aktualisierung ist abgeschlossen. Nach dem nächsten Fahrzeugstart können Sie die aktualisierten Funktionen nutzen. Okay. Das ist gut. Nach dem nächsten Fahrzeugstart. Okay. Ich gucke mal, was hier für eine Nachricht ist. Digitales Bordbuch ist auch geladen. Können wir löschen. Ich versuche noch mal. Fahrzeugstart hin, Fahrzeugstart her. Ich habe das Fahrzeug ja eigentlich gar nicht gestartet, sondern nur, ja, doch, also zumindest nicht die Zündung. Ich versuche es hier nochmal bei Nutzer, Hauptnutzer hinzufügen. Dies ist nur bei eingeschalteter Zündung möglich. Okay, dann muss ich die Zündung mal einschalten. Mache ich doch mal glatt. Und dann versuche ich mal nochmal, zum zweiten Mal, den Hauptnutzer hinzuzufügen. In App installieren. Habe ich ja, App installieren habe ich ja, wie Connect registrieren habe ich ja auch und ich kann mich auch anmelden. Ich mache jetzt mal anmelden. Steht wieder das Gleiche, Sie werden mit Volkswagen ID verbunden. Das muss dann halt nur irgendwie auch mal klappen, ne? Okay, jetzt steht aber was, Sie werden mit Volkswagen ID verbunden. Ach, nochmal.
Vor diesem habe ich einen Abbrechen-Button und das bleibt nicht einfach irgendwie stehen. Wobei, das wissen wir jetzt noch nicht. Jetzt kommt ja erstmal der Ladebalken hier. Aber ich habe vier von fünf Balken hier mit 4G. Ah, okay. Melden Sie sich an mit dem Code. Okay, das machen wir mal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit euch hier, aber ich werde es jetzt auch erstmal alleine machen, weil, also QR-Code scannen, das kennt ihr ja. Und dann müsst ihr auf die Webadresse und den Rest zeige ich euch dann gleich. So, ich habe mich jetzt angemeldet. Mit meinen Daten auf meinem Handy konnte ich das machen, ne? Dann gibt es hier WeConnect, Carnet möchte folgende Informationen zugreifen. Verpflichtend. Avatar und Alias. Spitzname, Profilfoto. Diese Information wird benötigt. Ja, kann er machen. Ausweis, Nummer, was immer das auch ist. Ob das mein Ausweis ist? Okay. Führerschein. Okay, hier muss man nur erlauben drücken. Das habe ich ja alles dann, diese Daten habe ich wahrscheinlich alle schon abgespeichert. Im Internet. Und ich gehe mal davon aus, dass er sich das dann selber zieht. Jetzt habe ich wieder einen schwarzen Bildschirm. Das finde ich immer nicht so gut, weil das hatte ich vorhin schon mal. Da habe ich gar keine Lust drauf. Aber jetzt haben wir wieder bitte warten. Die Internetverbindung ist auch weiterhin stabil. Und ja, was kommt nun? Willkommen! Ja, jetzt diesmal mit Name. Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich. So haben wir schon mal den Nutzer eingetragen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir hier, was haben wir hier noch neu? Also ich glaube, das werden mehrere Videos. Ich zeige euch jetzt in diesem Video erstmal wirklich grob, wie ist das abgelaufen. Also ich musste einmal aussteigen, weil irgendwie der Bildschirm schwarz blieb. Vielleicht habe ich auch nicht genug Geduld gehabt. Bin dann wieder eingestiegen und dann ging die ganze Sache weiter. Also relativ problemlos. So, jetzt die wichtige Info. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt bisher. Und das wünsche ich euch weiterhin auch noch. Und natürlich, ich muss gerade mal überlegen, guten Rutsch auch schon. Ja, ich glaube, das ist besser. Ne? Nächste Woche Sonntag ist da der... Ist das schon der erste? Ach, ich habe keine Ahnung. Na, ich wünsche euch trotzdem einen guten Rutsch. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die Info. Ihr habt ja alle einen Autoschlüssel. Und zwar diesen hier. Ja, da gibt es einmal so eine weiche Seite, wo man schalten kann, einmal so eine harte. Macht man nicht die weiche ab, die kriegt ihr nicht wieder ran. Also ich habe es zumindest nicht geschafft, aber ich kenne jemanden, der hat Ahnung und kann sowas. Auf jeden Fall, wenn ihr hier drauf drückt, dann öffnet sich's. Wenn ihr hier oben drauf drückt, dann schließt es sich. Das Problem, was ich manchmal hatte, erst mit dem ersten Schlüssel, dann auch mit dem zweiten Schlüssel, dass sich das einfach nicht geschlossen hat. Und ich musste dann drinnen im Auto den Startknopf drücken, einmal zum Anmachen und einmal zum Ausmachen, dann ging es wieder. Und bei dem anderen Schlüssel ging es gar nicht. So, was habe ich gemacht? Ich habe also die harte Seite, das hier, das ist die harte Seite, einfach den Deckel abgemacht, könnt ihr mit dem Fingernagel drunter den Deckel abmachen und habe die Batterie gewechselt. Ich hatte noch Batterien da, irgendwie so von Ikea oder irgendwie ein paar billiger auch noch von Amazon und habe mir gedacht, naja, ich schmeiß die da rein und dann läuft das wieder. Bei dem einen Schlüssel ging es gar nicht und der andere, ja, ab und zu stieg ich aus, hab gedrückt und es geht wieder nicht. Musste ich mich wieder reinsetzen, Knopf drücken, nochmal Knopf drücken. Ja, dann konnte ich ihn zumachen. Ja, warum sage ich den ganzen Quatsch eigentlich euch? Kann ich euch genau erzählen. Und zwar, das ist kein Placement. Also ich kriege kein Geld für diese Werbung. Aber Energizer wird sich sicherlich freuen. Das Einzige, was geholfen hat, dass die Schlüssel, und zwar beide, wieder zuverlässig funktionieren, war etwas mehr für Batterien auszugeben. Ich zeige sie hier mal in die Kamera. Energizer Ultimate Lithium 2032. Diese Batterien, wenn ihr die in euren Schlüssel tut, dann funktioniert's. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal Probleme mit eurem Schlüssel hattet. Und wenn ja, habt ihr auch Batterien reingetan und irgendwie hat sich das nicht gebessert? Ich hoffe nicht, weil das ist nervig. Und ja, ich sag's nochmal, Energizer Ultimate Lithium 2032. Diese Batterien funktionieren. Ja, spart nicht bei den Batterien, hat keinen Sinn. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das hat sich hier wieder bewahrheitet. Also, das war's jetzt wirklich von meinem Video. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, weiterhin einen guten Rutsch. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2, wie ich schon angekündigt habe, ganz am Anfang. Einfach einschalten. Abonnieren, Glocke drücken, damit ihr das nicht verpasst. Update 3.0, alles, was ich sehe, alles, was es darüber zu sagen gibt,
werdet ihr hier erfahren.